Du unterhältst dich mit deiner Frau und du hast keine Ahnung, was du sagen sollst. Wenn ich doch nur Smalltalk könnte, wenn ich doch nur extrovertierter wäre, wenn ich... Stopp! Verstellen willst du dich doch gar nicht. Und auf Smalltalk hast du doch eigentlich gar keine Lust. In diesem Video bekommst du einen Satz, mit dem du jedes Gespräch sofort in die Tiefe führst. Denn da wollen wir doch wirklich hin. Und sie auch. Mein Name ist Andy Friday und in diesem Video bekommst du keine Tipps, wie du ein Arsch wirst oder extrovertierter werden musst. In diesem Video bekommst du genau das, was für Männer wie uns wichtig ist. Seien wir mal ehrlich, wir haben doch eigentlich gar keinen Bock auf Smalltalk. Die gute Nachricht, Frauen, auf die wir stehen, denen sind tiefgründige Gespräche auch viel lieber. Intelligente Frauen haben überhaupt keine Lust auf den Proleten, der sie emotional gar nicht befriedigen kann. Der Irrglaube, dass schöne Frauen gerne über oberflächlichen Kram reden, kommt genau daher, dass kaum ein Mann sich traut, wirklich in die Tiefe zu gehen. Was uns daran hindert, sind soziale Normen und der hinderliche Glaube, dass man das doch nicht macht. Bullshit. Und klar, es ist komisch, sofort mit der Tür ins Haus zu fallen. Aber dafür gibt es einen Satz, mit dem jede, und ich meine jede tiefgründige Frage, ganz natürlich erscheint. Bevor du eine tiefgründige Unterhaltung beginnst, benötigst du diesen oder einen ähnlichen Satz wie folgenden. Hey, ich weiß, es ist komisch, mit einem Fremden so schnell in die Tiefe zu gehen, aber die Sache ist, ich kann Smalltalk nicht sonderlich gut. Und ich finde solche Gespräche auch meist einfach zu oberflächlich und nicht spannend. Dann schaust du sie einfach nur an und hältst diesen Augenkontakt, bis sie zuerst etwas sagt. Sie wird wahrscheinlich okay oder ja, das kenne ich gut oder etwas Ähnliches sagen. Dann machst du weiter. Ich würde dir gerne eine tiefergehende Frage stellen, falls du das möchtest. Wenn nicht, dann ist das total in Ordnung. Aber ich fände es echt interessant. Und dann wartest du wieder. Angucken. Nicht weggucken. Okay. Diese Pause nennen wir Vakuum. Und Vakuum ist, wie in einem luftleeren Raum, der Ort, an dem Anziehung entsteht. Ich habe eine persönliche Frage. Mhm. Du musst nicht antworten, wenn du nicht möchtest. Aber fände ich cool. Mhm. In all meinen Jahren und nach all meinen Dates kann ich mich an keine Frau erinnern, die nach so einer ehrlichen Aussage nicht neugierig wurde. Sie wird darauf nur auf eine von zwei Arten antworten. Entweder sie wird sagen, okay, oder, naja, kommt drauf an. Und jetzt ist der Zeitpunkt für deine Frage. Erklär dich nicht, such nicht nach irgendwelchen anderen Begründungen, sondern jetzt ist der Zeitpunkt, deine Frage zu stellen. Und meine persönliche Lieblingsfrage als Einstieg in so ein tiefgründiges Gespräch ist, wann war das letzte Mal, dass du geweint hast? Wann war denn das letzte Mal, dass du geweint hast? Letzten. Und ich weiß, dass jetzt viele denken, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht einfach fragen. Aber mit Hilfe dieser empathischen Ansage davor hast du ihr gezeigt, dass dir sehr wohl bewusst ist, dass A, diese Frage sehr wohl sehr persönlich ist und B, du gibst ihr die Möglichkeit, sich an einer tiefgründigen Unterhaltung zu beteiligen, wenn sie das möchte. Sie will von dir immer nur die Möglichkeit bekommen, sich mit dir frei zu entfalten. Aber es ist wichtig, dass du die Reihenfolge und die Pausen genauso setzt, wie ich es gerade getan habe. Dazu kannst du dir die Stelle in diesem Video einfach gerade nochmal angucken. Das Video ist ja kurz genug. Und wenn du wissen möchtest, wie du daraus ein Spiel für euch zwei machst, mit dem du in wenigen Minuten über Sex redest, dann schau dir dieses Video an.